Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64 Shining Stars Repainted. Wir sind im dritten Bereich angekommen und hier kommen die richtig krassen Welten scheinbar. Wir machen weiter mit Twin Peaks, würde ich mal sagen. Okay, das sollte eigentlich ein Backflip werden, aber... Whatever. Ne, passt schon. Warte mal, wie heißt der Stern? Scary Star Warp Battle? Ist das vielleicht irgendeine Art Bosskampf? Ich glaube, das ist da, wo ich hingehe. Das ist da, wo du hingehst. Okay. Ich habe im letzten Partner einen Stern gefunden, den habe ich dann verschissen, dann gehe ich wieder dahin. Dann sind wir beide bei irgendeinem Stern beschäftigt. Ja. Ich hole mir jetzt wieder die Shell da oben. Ja, wunderbar. Und düse dann zu dem Dimensional Sphere. Genau. Ach, dieses Dimensional Dingsbums da ist da oben. Ja, stimmt. Ja. Da vermuten wir einen Schalterpalast, ja. Oder den Boss-Battle. Oder das Boss-Battle, was hier angekündigt wird. Stimmt. Das Boss-Battle ist da wahrscheinlich, genau, weil das war ja eine 2D-Reihe-Dingsbums, ne? Ja, wieder so ein 2D-Wand kommt von hinten Level. Naja, okay, dann ist es wahrscheinlich eher das Boss... Battle. Ja, genau. Ist wieder runtergefallen? Ich bin gerade in einen Buhu reingeweitsprungt und er hat mich richtig runtergeboxt. Oh, weißt du, kennst du das, wenn du so in Smash Bros. Einfach aus der Luft aus nach unten gemeteort wirst, ne? Ja, das mache ich gerne. So hat sich das gerade angefühlt. Einfach in den Buhu rein und instant in die Hölle weitergeleitet. Hallo? Ich möchte einmal in die Hölle. War gerade ein bisschen schmerzhaft. Aua. Gut, der hat mich also gerade richtig kräftig nach unten meteort. Dankeschön. Ich hasse es. Zum dieser Shell. Zart belastend. Nein, ich bin da hingekommen. Ich war drinnen gewesen, bin vorne hingesprungen mit einem Weitsprung, hab mich an der Kante hochgezogen und Vieh hat mich instant runtergehauen. Ja, geil. Das ist hart belastend. Als würdest du in Smash Bros. In der Kante hochklettern und dann kriegst du richtig auf die Fresse und fliegst genau, direkt Schwert ins Gesicht. Alter, dieser Buhu hat aber auch eine komische Route, ey. Der fährt immer diesen komischen Weg da und ich bin schon wieder beinahe reingesprungen. Das sieht nicht nach einer KI aus, das sieht nach einer handfestgelegten Route aus. Ja, auf jeden. Richtig weird. Vor allem, der ist nicht mal auf mich losgegangen, sondern er ist einfach seine Route geflogen, sobald ich angekommen bin. Richtig ehrenlos. Ich bin wieder in meinen besten Freund gesprungen. Den Chuck, ja? In den Snippet. Achso, das ist natürlich auch der gut. Der oben steht. Scheiße! Ich dachte, da wäre Boden drunter! Kein Boden, für dich. Ich habe einfach eine Stampfattacke in der Mitte von dieser Wand runter gemacht, weil ich dachte, da wäre Boden. Und dann bin ich einfach direkt neben der Plattform runtergestampft, weil die halt versetzt war. Dankeschön. Ja. Denke niemals unter dir ist Boden. Außer du weißt, dass unter dir Boden ist. Ja, ich dachte, ich wüsste, unter mir ist Boden. Ach, fuck. Leute, wo wir gerade schon bei belastenden Themen sind. Ich habe ein Video vorhin gesehen. Wie heißt dieser Kanal? Y-Kollektiv oder so auf YouTube? Glaube ich, so heißt das Ding. Zum Thema VR. Und heilige Scheiße, ist dieses Video übel cringy, Alter. Holy fuck. Da ist irgendwie wie die sich jetzt nennen möchte, Reporterin oder was auch immer. Ich sehe von denen normalerweise keine Videos. Ich weiß echt nicht, wie dieser Kanal aufgebaut ist, Leute. Keine Ahnung. Ich habe nur dieses eine Video gesehen. Gehört er zu den Öffentlich-Rechtlichen? Funk. Ich habe auf jeden Fall, da dieses Video gesehen zum Thema VR. Und da war so eine Reporterin und die hat irgendwie sich zwei Jahre alt schon das Video. Hat sich 12 Stunden lang in so einer VR-Brille quasi einsperren lassen. Oh mein Gott. Aber unter Aufsicht. Und Achtung, jetzt kommt's. Die Aufsicht war eine VR-Schamanin. Weiß. Ja. Ich wusste nicht, dass wir Magie bereits mit Technologie verbinden. Es ist so geil. Es ist wirklich, also es ist so traurig einfach. Die kommt da wirklich an in dieser Wohnung, sieht relativ, nicht heruntergekommen, aber nicht so geil aus, sag ich mal, ne? Und dann kriegt die von dieser mächtigen Schamanin erstmal so ein Glas Wasser in die Hand gedrückt, so, ja, das ist übrigens aufgesprudelt und energetisiertes Wasser, was auch immer, ne? Und ich denke mir schon so, alles klar, in die Richtung geht das. Magie. Und dann fangen die an mit ihrem VR-Headset, ne? Ich heule gerade schon wieder vor Lachen, Alter, was ist das? Oh Mann. Fangen die an mit ihrem VR-Headset, ne? Dann setzt sie dieses VR-Headset auf. Und fängt halt an mit dem ersten Spiel oder was auch immer die da gemacht hat, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann, ach genau, das war so eine, mehr oder weniger so ein Video, was die quasi geguckt hat, nur halt, ne, sie war halt in einer 3D-Welt quasi und es war halt animierte Figuren vor ihr. Mhm. Und die haben irgendeinen Tanz gemacht. Okay. Und das sollte sozusagen dieses Einführungsritual dann sein, meinte die Schamanin dann dazu. What? Ja. Und dann, ging's weiter, dass sie in irgendein anderes Spiel reingekommen ist, was ihr irgendwie besser gefallen hat, ich weiß es nicht mehr genau, keine Ahnung. Und irgendwann meinte sie dann so, ja, ihr wird gerade leicht übel oder sowas davon, ne? Motion Sickness, man kennt das halt vom VR-Spielen. Ja.
Kann vorkommen. So, gerade, ne, ihr kennt das auch vielleicht vom Autofahren, wenn ihr auf dem Rücksitz sitzt und ihr bewegt euch die ganze Zeit nach vorne, eure Augen sehen aber nur den steifen Sitz und sagen dann dem Gehirn, Bruder, ich bewege mich nicht. Das Gleichgewichtsorgan sagt, Digi, ich bin richtig fast unterwegs. Und das Gehirn sagt so, was zum Teufel geht ab? Und dann wird euch übel. Kommt auch immer auf den Menschen. Es gibt manche zum Beispiel, ja, klar. Mich. Ja, am Anfang hatte ich Motion Sickness, aber so nach, keine Ahnung, nachdem ich 2 Stunden lang VR gespielt habe am Stück, habe ich die Motion Sickness einfach verloren. Ja. Ich hatte die dann einfach nicht mehr. Genau, also ist immer menschenabhängig quasi. Aber wie gesagt, sowas kann halt vorkommen. Das kennt man. Das ist nichts Besonderes. Ja. Und diese Möchtegern-Schamanin kommt dann an, die andere Tante ist die ganze Zeit in der VR-Brille drin, ne? Die hat das nicht abgesetzt, das Ding. Diese Möchtegern-Schamanin kommt dann an so, ja, das ist quasi jetzt wie eine leichte Vergiftung. Hier, man kann da jetzt dagegen Ingwer essen und trinkt mal ein Glas Wasser und so. Ich habe an nichts mehr geglaubt, Alter. Und die haben das nicht mal irgendwie, weißt du, die haben das nicht mal irgendwie kommentiert, so nach dem Motto, ja Leute, also übrigens, das ist jetzt Schwachsinn, das ist einfach eine ganz normale Reaktion eures Körpers, so aus diesen und diesen Gründen. Die haben das einfach in dem Video so unkommentiert drinne gelassen. So, excuse me, what? Ja, also, das passt so. Wie kann man das denn als öffentlich-rechtlicher Laden machen, der da irgendwie, ne, auch vielleicht so einen Bildungsauftrag hat oder so, I don't know. Oder zumindest als von öffentlich-rechtlich gesponsert. Ja. Ach, leck mich. Also, ich habe an gar nichts mehr geglaubt, Alter, wirklich. Die haben das einfach unkommentiert da drin gelassen. Wirklich, wenn du dieses Video guckst, als jemand, der keine Ahnung von VR hat und so weiter, ne, vielleicht, keine Ahnung, meine Oma wird das gucken. Die wird denken, dass das was weiß ich was für eine Satanstechnik ist. So, also, what the fuck? Jetzt konnte ich mich nicht auf den Sprung konzentrieren. Also Leute, wirklich, ihr müsst mir euch dieses Video geben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Wie gesagt, irgendwie Y-Kollektiv, 2 Jahre alt und irgendwas zum Thema VR. Ich glaube 12 Stunden VR oder sowas heißt es wahrscheinlich, keine Ahnung. Es ist so weird. Es ist einfach so fucking weird. Vor allem irgendwann auch einfach, ne? Ja. Ich glaube, das kam nach diesem Motion Sickness Kram. Meinte dann so, ja, okay, lass mal was anderes ausprobieren jetzt. Irgendwie, sie fühlt sich in diesem Spiel nicht mehr so wohl. Anstatt, dass sie ein anderes Spiel ausprobieren oder sowas, ne, die geben sich erstmal VR-Porn. Let's go. Why the hell not? Ja, und diese Schamanin sitzt die ganze Zeit daneben so, ja, kann man mal machen. Und ich denke mir so, hä, what? Alter, wie weird ist das, wenn du VR-Porn guckst und dann sitzt sie einfach so daneben und guckst. Ja, ja, ist so. So, hä? Und vor allem, da steht auch noch ein Kameramann und filmt den ganzen Scheiß. Warum? Allem, warum macht man sowas? Wie musst du dich dann fühlen, wenn du dann drin sitzt? Denkst du so, VR-Porn jetzt und ich werde beobachtet. Ja, voll geil. So, also, ich habe keine Ahnung, was die da sich dabei gedacht haben, als die das gemacht haben, dieses Video. Und wie gesagt, das Ganze lassen die unkommentiert einfach so stehen. Da gab es keinen irgendwie, der mal im Hintergrund noch so ein Gespräch drüber gelegt hat und mit irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten oder sowas kam. Oder der gesagt hat, okay, wir machen das jetzt aus dem und dem Grund. Weil ich meine, allein schon die Sache, warum lässt sie sich in 12 Stunden eine VR-Brille einsperren? Wurde eigentlich quasi überhaupt nicht erklärt, warum wir das eigentlich gemacht haben. So. Einfach so? Einfach mal so halt, ne? So, weißt du? Jeder, der keine Ahnung davon hat, der denkt sich jetzt so, WTF. Ich meine, es gibt ja immer dieses Vorurteil von wegen so, ja, dann gibt es ja gar keine echte Kommunikation mehr oder sowas, dies, das. Ganz ehrlich, genau sowas beflügeln halt solche Videos. Weil es halt einfach keinerlei technischen oder wissenschaftlichen Hintergrund hat, oder der jedenfalls nicht präsentiert wird, aber dafür halt die ganze Zeit irgendeine Scheiße gedroppt wird, wie zum Beispiel, dass sich das quasi vergiftet oder so. Excuse me, Alter, da würde ich auch als ältere Person oder sowas denken, ja, Alter, die Jugend von heute, die gibt sich nur so eine Scheiße. Klar. Die denkt sich, die Jugend wäre einfach, ist jeder von denen ist ein fucking Magier. Ist einfach fucking komplett geistig gestört, sagen wir es mal so. Ja, also, entweder Magier oder geistig gestört, kommt drauf an, welche Person du sprichst. Oder Satanist, das kann auch sein. Ja, was ja quasi geistig gestört wäre. Also, wirklich, ich verstehe es nicht, Leute. Vielleicht verlinke ich euch das mal in der Beschreibung oder so. I don't know. Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich das machen... Doch, dürfte ich theoretisch schon, aber... Du kannst alles verlinken, was legal ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Nee, weißt du was, ich lasse das. Wenn ihr es sehen wollt, dann sucht es euch selber raus. Ich möchte es nicht noch promoten, die Scheiße. Weil, wie gesagt, ich bin wirklich der Meinung, dass das der Thematik VR im Großen und Ganzen in der Wahrnehmung der Gesellschaft absolut eher schadet, als dass es irgendwas Positives hinzufügt. Definitiv. Wie gesagt, wenn man das anders umgesetzt hätte und vielleicht einen Kommentar im Hintergrund drüber gelabert hätte, so nach dem Motto, ja, okay, der wissenschaftliche Punkt, warum das jetzt übrigens so ist, dass dir schlecht wird, ist eigentlich dies und das und man kennt das vielleicht von dort und dort. So, okay. Aber das wurde halt in keinerlei Relation gesetzt. Es wurde einfach so stehen gelassen, dass das quasi vergiftet.
So, ja. Excuse me, Alter. What the fuck? Ey, was ist richtig Schlimmes? Hm? Ich habe gerade für 4 Stunden Cyberpunk gespielt, bevor ich jetzt hier Aufnahme gestartet habe mit dir. Mhm. Und ich bin so an Cyberpunk gewöhnt, dass mein ganzer Sprungskill gefühlt weg ist. Ja, läuft. Ja, also ich meine, ich muss nicht vorproduzieren, weil ich bin ja nicht im Urlaub, man kann ja nirgendwo hin. Aber die Sache ist natürlich, ich habe während der Arbeit ja nicht wirklich Zeit aufzunehmen. Ich meine, ich mache auch unter der Woche immer mal wieder Montag bis Freitag. Wenn ich mal gerade abends noch Bock habe nach der Arbeit, ne, ich komme um kurz nach 5 nach Hause erst von der Arbeit. Wenn ich dann noch Bock habe, nicht einfach nur mich aufs Sofa zu setzen und was zu gucken, sondern wirklich noch was aufzunehmen, die Kamera anzuschmeißen, mir die Lichter ins Gesicht ballern zu lassen und noch wirklich produktiv irgendwie auch was zu sagen, was vielleicht irgendwie Inhalt hat. Nur wenn ich mich dazu noch in der Lage sehe, dann mache ich das manchmal auch. Dann nehme ich halt in der Woche auch noch so 1, 2, 3 Parts unter der Woche auf. Aber ansonsten, was ihr halt die meiste Zeit eigentlich seht, ist tatsächlich vom Wochenende dann immer. Weil dass ich halt einfach am Wochenende so 6, 7 Parts aufnehme und die dann nur noch unter der Woche schneide. Und dann halt direkt hochlade. Oh, endlich. Heute werde ich keinen Fortschritt machen, das... Ja, ich bin irgendwie auch gerade hart belastend unterwegs. Aber ich glaube, jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Ja, jetzt habe ich es endlich mal. Danke. Meine Güte. Ja, also von daher, Leute, wird der Urlaub über die Weihnachtszeit halt dafür genutzt, entsprechend meine Videos aufzunehmen, damit nach der Weihnachtszeit, wenn ich dann wieder arbeiten bin, es weitergeht. Ich meine, wenn ich Schule habe, ist das eine andere Sache, dann habe ich mehr Zeit. Und dann kann ich auch mal unter der Woche quasi einfach easy ein paar Dinge aufnehmen und schneiden und so weiter. Aber, ja. Ja. Normalerweise halt eher nicht. So, jetzt muss ich mir den nächsten Stern suchen. Keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich hingehe. Oh mein Gott, Alter, da war ein Loch. So. Okay, dann knüpfe ich mich halt. Och, dieser Scheiß-Snippet, Alter! Ich könnte so. Ich bin diesen Weg gerade jetzt... Oh, ich laufe diesen Weg jetzt zum dritten Mal. Mann! God damn it. Ist okay? Nein. Okay, gut, weil du warst bei mir abgeschnitten. Du wolltest gerade den Aufruf machen, dann warst du für mich tot. Echt? Schon wieder? Ja. Ey, was ist denn bei Discord los, Alter? Ich hatte das gestern auch schon in der Aufnahme, glaube ich, ja einmal, dass ich irgendwie einen Ping von 5000 hatte. Ja. Und auch als ich dann abends um 3 nochmal mit einer Freundin geredet habe, auch Ping von 5000 und sie hat mich nicht mehr gehört. Was ist denn da los? Ja, das könnte vielleicht funktionieren. So, okay. Das ist ein Stern, den kann ich aktuell noch nicht einsammeln, weil der nicht aktiviert ist. Aber wie aktivierst du ihn? Ja, genau. Das ist jetzt die Frage. Ich fahre jetzt diesen Weg einfach mal nach oben. Kamera! Okay. Kamera. Ja toll, dir teilt sich das jetzt auf, oder was? Nee, tut's nicht. Oh Mann! Ja, das sah so aus, als könnte ich ja nach rechts auch rein. Was war das für ein weirder Weitsprung? Wieso hast du jetzt keine Reichweite bekommen? Nein, das ist ein Loch! Oh. Na komm. Beweg dich! Du blöde Sau. Danke. Okay, was ist hier? Oh mein Gott, hier ist ein Schattenstern, hä? Nein, es gibt Red Coins in dieser Welt! Oh mein Gott, und sie sind grundbelastend. Die sind alle auf so Plattformen, die in der Lava versinken, aber sie sind nicht auf den Plattformen, sondern sie sind so in den Plattformen, dass du die Plattformen leicht versinken musst. Lassen musst. Oh, Kamera! Nein! Oh, sie hat sich festgehalten! Ehre! Oh, jetzt bin ich draufgekommen. Uff. Ich habe nicht gedacht, dass ich so weit springen kann. Okay. Jetzt nicht untergehen, nicht untergehen. Komm schon, bitte nicht untergehen. Belastung. Okay, ganz ruhig. Oh, ich hab's. Wir haben 1 Sterne. Einen fucking Millimeter, einen verfickten Millimeter. Uff, Alter. Sinking with the Reds, Vanishing Cap. Yes, oh Junge. Und wir haben immer noch nicht Stern 1, das ist belastend. Wir haben jeden Stern außer Stern 1 und 6, hä? Ja. Okay, Stern 6 habe ich schon gesehen, aber ich weiß nicht, wie ich ihn aktiviere. Das ist halt die Sache. Wie aktiviere ich den? Ich versuch's weiter, während du dir den Kopf darüber zerbrichst. Ja, klar. Es ist unfassbar. Selbst wenn ich von einem Weitsprung auf dieses Ding drauf springe und direkt den Knopf für Weitsprung wieder drücke, um weiterzuspringen, aus dem Momentum heraus, was ich noch habe, kann ich keinen Weitsprung machen. Dann wird es ein einzelner Sprung.
Dieses Ding klebt dich quasi an den Boden, das ist unglaublich. Es gibt keinen Block in Mario 64, der das normalerweise tut. Das ist unfassbar. Ja. Der stanzt dich quasi wirklich einfach in den Boden rein. Der könnte dich da genauso gut festnageln. Ich bin ja auch kurz davor, einfach zu sagen, ich mach das jetzt mit Kirby, ich hab keinen Bock mehr. Das ist halt einfach nur geistig behindert. So, das, ich bin da von einem Weitsprung raus reingesprungen, hab schon quasi im Landen die Taste für den Weitsprung gedrückt und es ja, ging weiß, nicht weiter. Ich hämmer ja immer den A-Knopf, damit ich sofort instant abspringe, aber das funktioniert dort nicht. Nee, der klebt dich quasi auf den Boden, kannst der Block. Du kannst keinen Weitsprung davon machen. Das ist unmöglich. Das ist halt einfach eine geistige Behinderung. Ich meine, was soll denn die Scheiße? Du musst das mit einem normalen Sprung und einem Dive regeln. Eine andere Möglichkeit hast du dort nicht. Digga. Fuck you, Alter. 6 Sprünge mit Kirby. Ich versuche jetzt einfach, diesen Block zu überspringen. Also komplett zu überspringen. Komplett überspringen wirst du nicht schaffen, weil der zu hoch ist wahrscheinlich. Doch, doch. Mit Kirby kannst du mit 4 Sprüngen kriegst du es hin. Okay. Weil ich hab's ja mit Mosalina-Sprung und Dreier-Jump probiert und selbst das geht nicht. Du landest immer auf dem Ding. Ja, ich bin komplett über den Sprung, Block gesprungen. Ich hab ihn noch ja, das hatte ich vor. Es geht nicht. Also mit Rosalina nicht. Ja, ja, du kriegst aber bei Kirby immer die Höhe von einem ganz normalen Sprung. Deswegen. Ah, gut, okay. Ja, weil ich hab extra Dreier-Sprung und Rosalina-Jump gemacht und das ist nicht drin gewesen. Absolut komm, nicht. Du, beeil dich, schwing deinen Arsch hier rüber. Ah, warte, was eine Idee ist vielleicht. Okay, Moment. Das probiere ich jetzt aus. Ja, man kann von dem Ding aus einen Dreiersprung machen. Gott, du kannst auf dem drauf landen und dann einen Dreiersprung machen. Das geht. Ja, okay. Dann ist es machbar. Ich hab ihn. Wen hast du? Den Stern. Ja, geil. So, leck mich. Das könnt ihr mir jetzt gecheatet nennen, wie ihr wollt. Kümmert mich nicht. Uff, Alter, okay. Ja, ich hab eine Taktik dafür gefunden. Du kannst einen Doppeljump auf dieses Ding machen, dann da drauf den dritten Sprung für den Dreierjump machen und dann geht's. Okay, das Ding heißt The Long Shell Ride. Ja, es hilft uns original gar nicht, weil dass man das mit der Shell holen muss, das war mir auch schon klar. Nur ich weiß halt nicht, von wo man bis wohin muss. Weißt du, da ist ein leerer Raum, aber was macht man in diesem leeren Raum? I don't know. Und dieser Stern da unten ist nicht aktiviert, also. Vielleicht aktiviert sie sich jetzt erst durch die Mission. Wäre halt behindert. Aber nicht untypisch. Nee, also aktuell dreht der Stern noch nicht. Ach, du bist doch ein Stück Scheiße! Oh. Ziemlich großes. Oh. Weißt du jetzt, wie es geht? Das ist natürlich unfortunate. Was? Der bewegende Stern da unten, also der nicht bewegte Stern da unten. Ja. Ist der Auslöser, dass der Stern in dem leeren Raum spawnt. Ernsthaft? Ja. Ja komm, wer kommt denn darauf, Mann? Das ich hab mir halt... Bisschen blöd gelaufen. Ich hab mir halt nie die Mühe gemacht, den einzusammeln, weil wenn ich einen Sternseher nicht dreht, habe ich bisher in diesem Spiel halt gelernt, okay, der ist nicht einsammelbar. So, den habe ich jetzt, das ist gut. Oh. Können wir mal alles klar, dann haben wir die Map, dann haben wir die Welt geschafft. Ja, aber komm, ganz ehrlich, das finde ich schlechtes Leveldesign. Weil bisher war, oder Spieldesign, weil bisher war es immer so, ein Stern, der sich nicht dreht, ist nicht einsammelbar. Ja. Und muss irgendwas gemacht werden, damit er aktiv wird. Ja. Und jetzt plötzlich ist ein Stern, der sich nicht dreht, ein Knopf, der einen Stern spawnen lässt? What the fuck? Ja. Nee. Also, sorry. Das ist echt, das ist nicht geil. Gut, in Anbetracht dessen, wie viel wir rausgeschnitten haben, können wir gleich noch mit einer Welt anfangen. Lass die rechts nehmen. Okay. Ich hoffe mal, die nächsten werden jetzt designtechnisch wieder besser, so wie Welt 10 und 14. Ich muss sagen, die war jetzt ganz nett, die hatte ihre Momente. Sind noch 2. Oh, lol. Aber war auf jeden Fall nicht so geil. Hätte viel, viel geiler sein können. Chaotic Clock Tower. Stomp the Twomp again. Oh, das ist wieder eine 2D-Welt. Och nein, eine pure 2D-Welt? Wir haben zum ersten Mal gerade eine Welt als 2D-Welt. Wie abgrundtief belastend. Also dieses 2D-Gimmick scheint er auch echt zu mögen. Ne? Ist so. Ich meine, am Anfang fand ich es noch ganz nice, aber jetzt gerade fuckt mich es einfach nur noch ab. Ja, und auch alles, was da unten drunter ist, ist direkt der Treibsand, der dich umbringt. Das fuckt mich doch schon wieder ab. Warum muss einen das denn immer alles one-hitten? Digi, das hätte auch einfach Lava sein können, seriously. Hätte, aber Mann. Ist es nicht.
Oh yeah, I'm surprised you actually came in here. This place is pretty deadly, so really, as workers are the only ones who are allowed in. Well, I perhaps you can grab all of those stars that are being problematic. They're messing up our clock's rhythm. Ja, Bruder, alles klar. Ja, seriously? Bruder, ich verstehe schon, die Welt hier ist scheiße. Ja. Och, Digga, warum? Aber weißt du, was ich glaube? Je nachdem, welche Mission man anwählt, kommt man wo ganz anders raus wahrscheinlich, in einer anderen 2D-Welt. Weil hier ist nämlich am Anfang so eine rote 1 an der Wand. Ja, und ich denke mal, wenn wir eine andere Mission auswählen, haben wir eine andere. Kann ich die Disco-Welt wieder spielen? Ja, ne, die Disco-Welt war so viel geiler. Ach, du bist doch ein Bastard, wirklich. Also da ist echt alles vorbei. Diese 2D-Welten, die sacken so unendlich, weil du so null Bewegungsfreiraum hast. Es geht so auf den Sack. Ja. Also für ein, zwei Sterne wäre das voll geile Idee gewesen, aber durchgehend immer wieder ist es einfach nur nervig. Ja. Okay, sag mir das doch gleich. Wie soll ich denn das sonst machen? Soll ich da etwa so hoch? Okay, da soll ich so hoch. Ich bin halt auch schon wieder dabei, mich irgendwo hoch zu cheaten mit Wandsprüngen und so. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Ah, du hast einen Stern, lol. Ja, ich bin, glaube ich, ganz oben gewesen. Du hast den dritten. Okay, dann habe ich tatsächlich, dann ist meine Theorie falsch, weil man startet trotzdem wieder hier am Anfang quasi dann. Okay. Weil du hast ja denselben Stern gerade geholt, also du hast ja aus derselben Welt gerade einen anderen Stern geholt. Ja. Oh. Aha. Lol. Ja, okay, gut, das musste irgendwann schief gehen. Das ist ja geil, wenn es jetzt dreidimensional wäre, hier könnte man diesen Stern da vorne holen, aber so geht's halt nicht. Danke. Ja, bist du hinten beim blauen Schalter? Nee. Oh, okay. Ich habe mich gerade hochgewollt und hab gesehen, dass überm Lol. Dass überm Start noch ein Stern ist. So Leute, und gerade an dem, was gerade bei mir zu sehen war, weiß man, warum das hier mit 2D-Welten eine scheiß Idee ist. Mario 64 ist nicht für 2D-Welten ausgelegt. Das ist ein 3D-Spiel. Ich konnte nicht sehen, wo ich mit dem Notenblock hin soll. Komm, oh, die Welt ist behindert. Warum macht der jetzt eine komplette 2D-Welt? Vor allem, als ob ich in der hier 100 Münzen sammle. Wie sehe ich denn aus? In einer fucking 2D-Welt? Du hast doch einen Arsch offen. Ich meine, wo ist denn dein scheiß Problem, Bruder? Wir sind anscheinend sein scheiß Problem. Der wurde als Kind nicht genug geliebt, ey. Was ist das? Wer packt denn in einem 3D-Spiel eine 2D-Welt? So dumm ist normalerweise nur Nintendo. Nein, nein, selbst das würden die nicht tun. Och, Mario Odyssey haben sie es gemacht. Das waren 2D-Abschnitte. Ja, stimmt. Und die waren auch wenigstens so designt, dass du keine 3D-Welt drumherum hattest. Ja. Hä, vor allem, da sind doch noch Objekte vor mir, zu denen ich gar nicht komme. Meine Theorie ist, hier sind irgendwo Teleporter und die bringen dich dann in diese Areas. Ja, wahrscheinlich. Ja, weil hier gibt es ja mehrere Ebenen quasi, auf die ich gar nicht laufen kann. Ja, und da kommst du wahrscheinlich nur über... Ja, da sind ja auch irgendwie diese ganzen Blöcke, Felder, wie auch immer. Ja, diese Teleportfelder. Oh Gott. Ja, ist eine nette Idee, aber fuck it, Alter. Geht voll auf den Sack. Ja, und jetzt genau wieder runtergefallen bis zum Start. Oh, ich hab keinen Bock gehabt, Alter. Und noch ein Stern. Puh. Nice. Oh, warum muss man denn sowas tun, Mann? Warum tut man sowas? Warum kann man nicht einfach mal eine gute Idee haben und sie nicht ausschlachten? Weil es ein sehr sadistischer Mensch ist. Ich meine, die Sache mit guten Ideen ist halt so, wenn die gut sind, sind sie gut, das ist schön. Aber wenn du es total übertreibst, dann ist es halt wieder nicht mehr gut. Ja. Dann ist es einfach nur noch dumm. Und nervig. Wie lange nehmen wir denn eigentlich schon wieder auf? Stunde. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel ich bei der anderen Welt da rausschneide. Wahrscheinlich so um die 20 Minuten. Ich weiß es nicht. Ich habe actually nicht drauf geachtet. Digga, was ist das hier bitte? Hä, hier ist eine Vanishing Cap, what? Ja, ich würde sagen, ich gucke jetzt gerade noch, was ich hier ist, wo ich gerade bin. Und dann schauen wir mal, irgendwie, dass wir aufhören. Ja, genau, du mich auch mal, Alter, leck mich am Arsch. Hä, was ist denn das für eine komische Welt, Mann, wie ich das hasse? Finde ich fucking unübersichtlich. Ja, total. So in der Art kannst du dir die Bonuswelt vorstellen, in der ich da die 6 Sterne gesammelt habe. Kann ich mir mittlerweile denken. Oh Gott. Und vor allem ist die auch wieder so klaustrophobisch, Alter, so fucking eng. Du machst so einen Walljump und knallst gleich gegen 10 Wände. Digga, ist das dein Ernst gerade?
Wer baut denn so einen Scheiß? Und die warum? Or Pi. Die or Pi. Ich glaube, da ist Pi or Die, aber ja. In diesem trotzdem, Fall Die or Pi. Trotzdem Hurensohn auf jeden Fall. Ach, Digga! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Gumba, komm her. Gumba. So was macht doch nicht, macht doch keinen Spaß, Mann. Nicht ein. Ach du. Ach, jetzt bist du auch hier, lol. Aha, ja, da oben war ich schon. Ach so, ist da kein Stern oder beziehungsweise hast du den Stern da schon? Ja, ganz oben, aber ich weiß, aber hier geht's auch noch weiter. Hast du schon irgendwie eine Methode gefunden, wie man in die anderen Welten reinkommt? Nö, das versuche ich gerade zu finden. Ja. Digga, der will, dass man da mit einem Weitsprung an die Wand springt und dann da hochwalljumpt oder was? Hä? Nee, du kannst da normal hochspringen und walljumpen. Ja, Vanishing Between the Blablabla ist auf jeden Fall die Mission, die wir machen sollen. Ja. Ich glaube, es wird Zeit, irgendeinen Mario 64 Editor rauszuholen, Alter. Das sehe ich ja mal überhaupt nicht mehr. Oder ein Game Shark. Ja, Mann. Ich meine, was ist das hier? Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Vanishing Cap ist weg. Warum ist die weg? Von der Map gefallen. Ah, der ist wieder. Ja, die kommt wieder. Ich hab den Stern. Ich hab ihn mir zwar, glaube ich, ercheatet, aber ich hab ihn. Ja, wenn der Stiefel findet, schlag mich tot. Okay, fuck this shit, Leute. Okay, ja, also offensichtlich sind auch noch ein paar belastende Welten dabei. Er hat uns gezeigt, dass er gute Welten machen kann. Jetzt zeigt er uns, dass er uns auch richtig abfacken kann. Wenn ihr uns weiter leiden sehen wollt, dann schaltet beim nächsten Part ein. Und wenn ihr auch die Hoffnung nicht aufgebt, dass noch ein paar gute Welten dabei sind, dann lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao. Ciao.